Diese eindrucksvollen Bilder stammen von einer Bezahlplattform für Jagdvideos. Für 8 Euro monatlich bekommt man regelmäßig neue Filme, spektakulär aufbereitet für Jagdfans. Gegründet von den Brüdern Gerold und Paul Reilmann. Online nennen sie sich die Hunter Brothers und haben zehntausende Fans auf Social Media. Paul ist 25 und gelernter Landwirt. Er studiert Agrarwissenschaften, wie sein Bruder Gerold, 21 Jahre alt. Mittlerweile sind sie online so erfolgreich, dass sie davon leben können. Doch damit polarisieren sie auch. Wir kriegen regelmäßig Morddrohungen. Der Rekord war, glaube ich, 2 Jahre her. Jetzt hat mein Bruder 120 Morddrohungen an einem Tag bekommen. Also so als krasses Beispiel, da kriegt man dann auf Facebook, also ich privat, eine Nachricht, wo dann mir jemand schreibt, ja, irgendwann werd ich dir auflauern und dann werde ich dir den Kopf abhacken, den an der Wand hängen und dein Fleisch essen. Besonders von Tierschützern werden die beiden angegangen, zum Beispiel als empathielose Tiermörder bezeichnet. Also ich kann es überhaupt nicht verstehen, wenn mir Leute vorwerfen, ich bin Jäger und damit nicht tierlieb. Das ist absoluter Quatsch. Also ich würde mich selbst als sehr tierlieben Menschen bezeichnen. Trotzdem kann ich es halt mit mir vereinbaren, mein Fleisch selbst zu erlegen. Und den Tag, an dem ich empathielos ein Tier töte, den wird es nicht geben. Hier sind die beiden zu Hause. In der Uckermark gehört ihrer Familie ein rund 500 Hektar großes Waldgebiet. Die Jagd gehörte für sie immer ganz selbstverständlich dazu. Kurz vor Sonnenaufgang fahren sie ins Revier. Wie so oft. Mehrfach pro Woche sind sie von morgens bis abends hier im elterlichen Forst unterwegs. Zunächst teilen sie sich auf. Paul, dem Älteren, folgen wir in den Wald zum Hochsitz. Es ist schon so, man geht zur Jagd, um Beute zu machen. Und wenn es dann anfängt zu knacken und ich höre dann irgendwie was und ich denke mir dann, oh ja, jetzt wird es spannend. Und das ist Adrenalin pur. Adrenalin pur sind auch die Videos im Netz. Von ihrer Passion, wie sie es nennen. Sie freuen sich über gelungene Schüsse. Sie posieren mit erlegtem Wild und zeigen, wie sie ihre Jagdtrophäen präparieren. Ihren vielen tausend Followern gefällt das. Vielen anderen nicht. Fuchs tot, der zweite für heute. Die Forderung von Tierrechtlern, die Jagd komplett zu verbieten, können sie nicht nachvollziehen. Auch nicht die These, die Natur reguliere sich besser von selbst. Die Jäger betonen, dass sie viele Tiere sogar per Gesetz schießen müssen. Etwa um Krankheiten zu vermeiden, wie die Fuchsräude. Diese Füchse werden dann irgendwann felllos, rennen dann nackt und apathisch in der Gegend rum, müssen super viel fressen, damit sie nicht erfrieren und sterben dann einen ganz jämmerlichen Tod. Also es ist einfach barbar, also abartig, wie diese Tiere dann dahin vegetieren und sterben müssen. Wenn mir jemand sagt, dass sich Tierbestände besser auf natürliche Weise durch Seuchen regulieren, dann frage ich mich, ob derjenige jemals gesehen hat, wie ein Tier durch eine Seuche reguliert wird. Da kommt dann in mir die Wut hoch ein bisschen, wenn dann die Leute sagen, ich weiß es aber besser als du und sie wissen es halt nicht besser. Auf dem Hochsitz bleibt es an diesem Morgen ruhig. Also heute ist zum Beispiel Regenwetter und es passiert gar nichts bis jetzt. Trotzdem wird er später noch Jagdglück haben. Nach einigen Stunden erfolglosen Wartens geht es auf die Pirsch, also zu Fuß durch den Wald. Wir folgen dem Brunftruf der Hirsche. So eine Art Grunzen aus der Richtung. Warum auch diese Tiere bejagt werden, zeigt Paul Reilmann unterwegs. Hier sieht man, hier wurde die Spitze abgebissen. Der ist zum Tode verurteilt, das kleine Bäumchen, zerstört vom Hirsch. Und so sorgt das Wild halt dafür, wenn es zu viel da ist, dass der Wald nicht wachsen kann. Am Vormittag treffen wir Gerold wieder. Gemeinsam setzen die beiden ihre Runde durch das Revier fort. Laut Gesetz muss in jedem deutschen Waldrevier jährlich eine bestimmte Anzahl verschiedener Tiere erlegt werden, um die Bestände zu regulieren. Sonst drohen Geldstrafen. Zum Jagen braucht es einen Jagdschein. Zu bekommen zum Beispiel hier in der Jagdschule Düsseldorf. Beim weiblichen Rehwild kann man erkennen, der Spiegel ebenfalls hell eingezeichnet.
Aber hier gibt es noch eine Verlängerung, die sogenannte Schürze. Die Nachfrage steigt. In Deutschland gibt es so viele Jäger wie nie zuvor. 2018 hatten laut Deutschem Jagdverband rund 384.400 Menschen einen Jagdschein. Diese Jagdschulabsolventen haben die Ausbildung bereits hinter sich. Vorwürfe über ihre Motive kennen sie zur Genüge. Dass es dieses Killen ist, Spaß haben zu töten, also Freude am Töten zu haben. Also wer Freude am Töten hat, glaube ich, sollte das mit dem Jagen sein lassen. Was wir hier machen, ist kein Spiel, sondern es ist letztendlich, wenn so eine Kugel aus dem Lauf geht, treffen sie eine Entscheidung. Und diese Entscheidung tötet. Ja. Vorurteil ist ganz klar Mordlust, Ballerei einfach. Und ich finde das echt schade, dass wir als Naturschützer, als Tierschützer immer als Mordlustland hingestellt werden, weil das ist einfach nicht der Fall. Die Hunter Brothers haben sichtlich Spaß am Schießen. Gerolf Blittersdorf, Leiter der Jagdschule, findet, ihre Videos täten dem Image des Jagens gut. Also mein Eindruck ist, dass sich der Erleger freut, dass er einen sauberen Schuss angetragen hat. Und darüber kann man sich auch freuen. Und dass die beiden jetzt als Brüder zusammenjagen und so viel Spaß an der Jagd haben, ist ja auch ein positives Signal. Mir gefällt das. Zurück in der Uckermark. Die Hunter Brothers, Paul und Gerold Reilmann, fahren durchs Revier. Immer mit dabei die Kamera. Und dann ist der Moment gekommen. Wir haben das jetzt vor kurzem. Hier vorne stehen auch noch welche, die rennen aber gerade weg. Die Brüder haben eine Gruppe Dammwild entdeckt. Bleib. Die Jagd beginnt. Wir müssen im Auto bleiben. Gerold filmt wie immer mit der eigenen Kamera. Das geschossene Tier oder das erlegte Stück, wie es in Jägersprache heißt, ist ein weibliches Jungtier. Genau die sollen geschossen werden, um die Population zu regulieren. Ja, das ist jetzt ein Dammkalb, was wir erlegt haben. Also ein Kalb aus diesem Jahr. Und mit einem sehr guten Schuss. Also es war direkt verendet. So muss es laufen, Gerald, oder? Jo, Weidmanns Heil, Paul. Nach deutschem Jägerbrauchtum bekommt das erlegte Tier einen sogenannten Bruch, einen Zweig, ins Maul. Das ist die Respektzollung, die wir Jägern an dem Wild geben. Dieser Bruch steht sozusagen dafür, ich habe es erlegt, es ist durch mich gestorben. Und dieser Bruch, der letzte Bissen nennen wir das. Das ist die letzte Ehre quasi. Das ist ein Dankeschön dafür, dass ich dich jetzt esse. Kriegst du auch noch mal was zu essen sozusagen. Und dieser Bruch, Paul, Weidmanns Heil. Weidmanns Dank. Ist die Ehre dann, die man dem Jäger gibt. So. Aber für den guten Schuss und dass das Tier ohne Leid gestorben ist. Ja. Das Tier wird jetzt noch im Wald aufgehängt und ausgeweidet. Alles nach Vorschrift. Dass solche Bilder trotzdem verstörend wirken können für Menschen, die nicht mit der Jagd aufgewachsen sind, können sie nachvollziehen. Ja, für die ist das dann auch etwas Abartiges, was ich aber auch verstehen kann. Also wenn ich nicht weiß, warum jemand Tiere tötet, dann ist es doch klar, dass ich das nicht gut finden kann. Aber man muss dann auch einfach realistisch sein und jeder, der sich morgens eine Salamischeibe aufs Brot packt, hat auch quasi ein Tier auf dem Gewissen. Es ist so, dass wir Menschen schon immer Tiere getötet haben und jeder Fuchs tötet Mäuse und jeder Wolf tötet Hirsche und das ist einfach die Natur.